Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. Mein Häschen ist hungrig und kriegt jetzt gleich erstmal was zu essen. Ich habe festgestellt, du magst diese blauen Früchte. Vielleicht sollte ich mir eine wenigstens aufheben. Du kriegst jetzt Weintrauben. Weintrauben magst du auch nicht. Du bist undankbar, Häschen. Aber du hast sie trotzdem gefressen. Okay. Dann muss das jetzt erstmal reichen. In der letzten Folge haben wir diesen Frozen Moon erkundet, so weit wie möglich. Und haben einige tolle Sachen gefunden, aber hauptsächlich haben wir Eis gefunden und ein Elder-Bionom. Hier ist ein Heating EPP recommended, aber wir brauchen sowieso ein EPP, was uns ein bisschen heilt. Nicht heilt. Ein EPP, das uns Atmung verschafft, damit wir nicht auf dem Mond ersticken. Das ist eigentlich viel wichtiger gewesen. Hier waren wir schon. Da ist ein Planet, den wir noch nicht betreten haben. Ach so, das war ein Lush-Planet. Und noch ein Mond, ein normaler Mond. Das hat. Haben wir den. Wir haben den besucht. Weiß ich gar nicht mehr. Sulfuric Ocean. Da brauchen wir. Acid brauchen wir da. Acid Protection. Sulfuric Acid Protection brauchen wir. Und auf dem Borg-Planeten war sehr viel Radioaktivität gleich am Anfang an. Oder Giftigkeit. Beides im Prinzip. Ja, ich würde doch irgendwie mal gucken, ob wir da was Entsprechendes herstellen können. Welche Schwierigkeiten hatten die Planeten? Ja, erstmal das. Okay, 5. Und du warst nur 2. Also den Planeten hätte man eigentlich besuchen müssen. Achso, wegen der Radioaktivität wollte ich das nicht. Ah, mein Gedächtnis. Das kennen wir ja inzwischen. Das, ja. Da würde ich mal ganz kurz nachgucken, ob wir sowas Entsprechendes schon herstellen können. Und ob das überhaupt hier funktioniert, wenn ich hier Acid eingebe. Ah, okay. Das hier müsste uns also, ja, Immun to Acid und Proto. Diese Reptilienrüstung. Da brauchen wir irgendwas, was ich noch gar nicht kennengelernt habe. Und ein Dinosaurier-Ei und geschärfte Krallen. Und irgendwas anderes. Im Prinzip brauchen wir aber nur eins von denen. Die bringen alle das gleiche. Genauso viel wie das Chitin. Aber wo kriegt man Zellmaterie her? Das ist bestimmt auch irgendwas, was man looten kann. Von den Werten her sieht das gar nicht so dumm aus. Nein, ich wollte nicht. Hier G drücken, ich wollte mein Inventory öffnen. So, das hier mal anklicken, das ist die Chest und ja, wäre ein Schritt aufwärts. Wäre auf jeden Fall ein Schritt aufwärts. Aber wir haben keine Zellmaterie, ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Was ein bisschen schade ist. Wir können ja ein bisschen mehr hier so Zeug ernten. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Und wir brauchen sowieso wieder neue Bandagen. Nee, brauchen wir nicht. 71 reicht eigentlich eine Weile. Ich will sie trotzdem haben. So. Völlig egal, ob ich die wirklich brauche. Ich will sie. Das ist doch die heutige Zeit. So funktioniert das doch. Da unten sehe ich schon jetzt. Sind ein paar ziemlich ungemütliche Zeitgenossen. Die ich dann erstmal ein bisschen pieksen muss. Ah, okay, du darfst am Leben bleiben. Wenn du mir nicht folgst. Ah, daneben. So, da gib mal unser Zeug ab, das wir beim letzten Mal bekommen haben. Das nicht unbedingt, das haben wir ja gerade absichtlich geerntet. Okay, die sind neu, das ist neu. So, und hier, das wird wahrscheinlich auch alles neu sein. Ja, braucht man im Prinzip eine komplett neue Kiste dafür. Und haben wir hier noch was, was wir vergeben könnten? Oh, Tech-Cards. Vielleicht haben wir wieder eine neue Tech möglich. Die Sabine. Und vielleicht können wir ein Meta-Assembler-Modul bauen. Ist auch möglich. Die Geige würde ich aufheben. Nicht Geige. Das Akkordeon. Wie kann ich jetzt Geige mit Akkordeon verwechseln? Das ist ja überhaupt mal nicht das Gleiche. Also nicht mal ansatzweise. So, die Waffe will ich nicht.
lege ich extra jetzt schon zur Seite. Was waren das andere, was ich noch... Ach, das hier und das da. Das hier finden wir hier irgendwo einen Platz. Die Scherbe, so. Und dann die Schneeflocke, was mache ich mit der? Ich habe keine Ahnung, wo die Schneeflocke hin tun soll. Hier ist sowieso wieder alles krabbelvoll. Ja, da kommst du hier in so eine Metallkiste. Das muss sowieso alles nochmal neu gemacht werden. Ja, das hier passt nicht so ganz rein in die Logik, aber ansonsten ist es ganz gut. Ja. Hier ist mal so ein Ding. Oh, das gibt uns extra Energie. Können wir länger den hier machen? Oder öfters? Eins von beiden. Ah, jetzt habe ich vergessen, das neue Zeug neu zu pflanzen. Egal. Wir denken schon bei Zeiten dran. Soll ich es riskieren auf dem Planeten? Wir brauchen wieder neuen Fuel. War hier eigentlich auch Fuel drin? Auf dem Planeten, auf dem wir sind. Wir können ja mal im Untergrund ein bisschen nachgucken, ob da was ist. Da haben wir dann auch gleich was, was wir in der Folge machen können. Wir untersuchen den Untergrund dieses Planeten. Machen wir eine Untergrundgrabenfolge. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Ich habe es eigentlich vermieden, weil ich die selber nicht so toll finde. Aber im Prinzip ist das ein großer und wichtiger Teil von Starbound. Das ist eigentlich etwas, was man hauptsächlich macht. Wir können mal den hier wieder verwenden. Haben wir auch nicht mehr lange gemacht. Ja, der ist ja nicht so optimal von seiner Geschwindigkeit. Wir hätten mal nachgucken können, ob wir den ein bisschen aktualisieren können. Oh, da ist eine Hightech-Chest. Das ist natürlich wichtiger. Das ist jetzt wirklich wichtiger. Da will ich zuerst reingucken. Dann kümmere ich mich mehr um den Rest. So, das noch schnell weg. Und ist das Eis? Gott sei Dank. So, das und das. Komme ich hier irgendwo raus? Na, mach mal den blöden Eisblock hier weg. So, teleportiere dich raus. Sehr schön. Können wir gleich mal gucken, ob es für irgendwelche Upgrades reicht. Wenn die Kolonie. Genau, Metal Sampler Module wollte ich auch mal gucken, ob das reicht. Für irgendwas. Wäre schön. Oh, Gegner. Ah, vorher hatte ich Angst vor denen gehabt. Jetzt sind sie einfach nur ziemlich schnell totgeschnetzelt. So, wo war es denn? Das müsste hier drin gewesen sein. 11. Ah, ne, ich glaube, wir brauchten 12. Wir brauchten sehr wahrscheinlich 12. Ja, 12 braucht man hierfür, 16. Und auch hierfür 12. Ja, das ist schade. Dann brauchen wir da noch eins. Und hier haben wir jetzt 9. Ich glaube, das reicht. Moment. Nee, so will ich das nicht haben. So. Ich glaube, 8 braucht man für ein neues Update. Soweit ich mich erinnern kann. Ich kann mich nicht sehr gut erinnern. Das ist... Ja, Gedächtnis. Und wir könnten mal ein bisschen ernten da oben. Weil ich jetzt eh gleich mein Inventar wieder aussortieren muss. Nee, muss ich eigentlich noch nicht. Wir können ja mal gucken, was wir uns noch für eine Technologie leisten können. Das und dann sind wir wieder auf dem Planeten. Stopp. Teleport, stopp. Sehr schön. So, an den komischen Automaten ran. Und was haben wir denn? Sonic Spear haben wir, das haben wir. Jetzt geht's noch den Jump ein bisschen zu verbessern. Wall Jump oder Multi Jump oder Rocket Jump? Ich nehme Multi Jump. Glaube ich, habe ich beim letzten Mal auch genommen. Entspricht auch meiner Spielweise am ehesten. So. Und weiter geht's. So, keine Müdigkeit vorschützen. Gleich zurück teleportieren. Ah, jetzt haben wir Nacht hier. Das ist doof. Da müssen wir durch. Früher oder später wäre es hier sowieso Nacht geworden. Und sobald wir eine gewisse Tiefe erreicht haben, ist dann sowieso nichts mehr mit. Ach so, apropos sowieso nichts mehr. Das möchte man auch schnell erledigen.
nämlich Hänsel und Gretel spielen und die Brotkrumm nach Hause verlegen, in Form von Fackeln. Dafür müssen wir jetzt nochmal ganz schnell zurück, weil ich brauche Fackelmaterial, um mehr Fackeln herzustellen. Ein bisschen Kohle habe ich auf dem Planeten gesehen, soweit ich mich erinnern kann, aber das hier, das reicht schon zu, oder? Wie viel können wir jetzt herstellen? Ja, mach mal. Passt. 270 Fackeln. Reicht eine Weile. Wir können ein bisschen Wasser hier nehmen. Einfach so, weil wir es können. Wie sieht denn überhaupt unser Blocklager aus? Das können wir eigentlich auch wieder zurücklegen. Die Waffe will ich verkaufen? Was ist denn das für eine Waffe? Die brauche ich doch im Prinzip auch nicht. Die lege ich mal gleich hier rein. Einfach damit die weg ist. Wer weiß, ob die uns nicht irgendwie einen wichtigen Platz mal versaut. Und wir können ein bisschen Nahrung machen, falls wir da auf dem Planeten Hunger kriegen. Ja, das wollte ich eigentlich, ne? Ich wollte 2 Bold Weiß machen. Na, jetzt hätte man die Eier natürlich zur Seite legen können. Das will ich haben. Achso, und gleich verteilen. So, kommen wir gleich nach unten. Der da sieht böse aus. Ich glaube, der war es auch. Wenn was böse aussieht, ist es das meistens. Und wenn nicht, dann kann man es trotzdem töten. So, das war's schon. Ja, wirklich ziemlich viel Zeug hier in diesen kleinen Dingens. Kleinen Kisten Sammeldingern. Oh, wie war denn der Name von dem Zeug? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist auch egal. So, geht's hier weiter. Ich habe Angst, dass ich links und rechts irgendwas Wichtiges verpasse. Das hier zum Beispiel. Aber das ist am Ende gar nicht wichtig. Nee, es ist nämlich auch wirklich, ne? So, da runter, das hier mitnehmen. Und wir nehmen jetzt hier noch was mit. Oh. Gold. Aus irgendwelchen Gründen nehme ich immer noch Gold mit, obwohl das in dem Spiel hier überhaupt nicht den Wert hat, den es in der Realität hat. Also, in dem unserer Realität. Vielleicht ist das auch eine Realität für die Spielfiguren. Vielleicht wissen die gar nicht, dass sie Spielfiguren sind, sondern halten ihre Welt auch wirklich für... was war denn das? Für das Nonplusultra? Überhaupt? Was ist das für eine riesen Höhle auf der rechten Seite? Die muss ich mir angucken. Boah. Kristalle, die müssen mit. So. Ich will mal diese komische Höhle da. Die will ich erkunden. Ja, das passt. Ah, okay, die tun uns nichts. Ich will lieber den haben. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Viecher umgebracht. Oh, das tut mir leid. Ah, wie grausam. Wie unnötig grausam. Wirklich viel ist da ja auch nicht. Können wir uns erstmal hier was mitnehmen. Oh, Frozen Stone. Und jetzt kann ich eine Frostcan bauen. Frostcan wie eine frostige Gießkanne oder Frostcan wie eine Frostkanone? Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt.
Es müsste? Ja, es geht. Oder ich gehe hier weiter. Nee, ich will eigentlich nach unten. So schnell wie möglich, so weit wie möglich nach unten. Dich will ich nicht. Achso, ich habe keine Waffe mehr. Okay. Will ich jetzt darunter oder will ich jetzt hier weitermachen? Ich will jetzt darunter, warum auch immer. Nehmen wir uns noch ein bisschen von diesen Frozen Stone mit. Und dann wird das schon. Das sieht jetzt irgendwie unheimlich aus. Oh Gott. Ja, wenn was unheimlich ist, dann ist es vielleicht auch unheimlich. Boah, schön. Schön gestorben. Hm, ja. Beam down. Schnell wieder aufs Pferd springen. Ja, nicht müde werden lassen. Haben wir noch meine Fackeln wenigstens? Ja. So, folgen wir jetzt den Brotkrumen nach Hause zu unseren Sachen. Oh, Bienen. Man kann nie genügend Bienen haben. Doch, kann man. Achso, das ist ja weg. Ich habe das Gefühl, hier sind immer wieder welche. So, komm näher, komm... Oh Gott. Was soll die ihr Aktion? Wisst ihr was? Hm. Heil dich am besten selbst. Wenn du es kannst. Tu's bitte. So. Und jetzt da runter. Bauen wir noch eine Fackel auf. Eine hätte gereicht. Ah, wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen uns jetzt hier noch ein bisschen ab. Da geht's ja so plötzlich nach unten. Das müsste reichen. Wie macht man das? Erstmal jetzt hier eine Fackel. Damit ich so ungefähr sehen kann, was da vor sich geht. Ah, so kann man noch viel besser sehen. Ah, wir haben es ja wirklich genau erwischt. Ein paar Holzplattformen, wenn ich noch welche hätte. Okay, ein paar Frozen Stone Plattformen machen es auch. Ich will diese Steine haben, auch wenn ich die gleich wieder verlieren könnte. Oh, der Triple Jump hat sich jetzt schon ausgezahlt. Nein, bleib doch mal da, wo ich dich haben will. Nämlich hier auf dem Ding. Müssen wir noch ein bisschen erweitern, das Ding. So, geh mal zur Seite. Dann bleibst du eben dort. Und das hier bleibt auch dort. Hier noch eine Fackel hin. Oh, das geht sogar. Ich will doch einfach nur dieses Loch stopfen, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Aber es muss sein, weil ich so Ordnungsfanatiker bin. Torchlight the Wall. Ja, hast du gut erkannt, mein Freund. Da ist mein Zeugs. Okay, das hier noch und ich sehe keine Gegner. Und ich sehe genügend Möglichkeit, hier rechtzeitig abzuhauen, bevor es brenzlig wird. Ja, sammeln wir erstmal hier die Rohstoffe ein. Die hier will ich haben. Ich weiß nicht mal, was ich damit mache. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will sie aber trotzdem haben. Einfach so. Ah, was haben wir da Feines? Ah, nicht so viel. Vielleicht ist auch wieder Tag geworden, dass die Gegner wieder anders spawnen und im Prinzip jetzt keine Gegner erstmal vorkommen. Ich sehe hier so ein paar Ansätze von Kristall. Heißt das, hier kommt dann ein Kristallbionom? Das wäre natürlich schön. Hm, hier sind Kristalle auf jeden Fall in der Wand. Der hier, der ist besser geeignet für das, was ich vorhabe.
Ach so, weil du hier im mit deinem Zauberstab im Eis festhängst. Habe ich schon festgestellt, dass das manchmal nicht deswegen klappt. Nochmal. Ah, oh, das war Schwefel, das bräuchte ich eigentlich gar nicht so unbedingt. So, und dieses Mal bringe ich nicht aus Versehen die kleinen süßen Tiere um. Zurecht vor mir fliehen. Okay, das war nur Wasser. Ja, machen wir hier noch ein paar Lichter als Wegmarkierungen hin. Nee, da komme ich gar nicht weiter. Ah, hier komme ich runter, raus. Ja doch, ich will noch ein bisschen weiter nach unten gucken. Wenigstens die nächste Schicht erreichen. Das wäre schon schön. Hier ist noch was versteckt, interessiert mich jetzt aber momentan ein bisschen weniger. Ich will hier weiter runter. Achso, wir können mal hier die Pickhacke... Die Pickaxe benutzen. Meine Güte, wenn ich Englisch und Deutsch vermische, dann kommt nur das Blödeste raus. Oh Gott. Aber deswegen mache ich ja eigentlich Let's Plays, damit ich das Sprechen ein bisschen übe, denn das ist auch in meinem richtigen Leben durchaus noch ein Problem. Und ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Es hat sich tatsächlich gebessert. Aber es liegt auch nur daran, dass es am Anfang wirklich extrem schlimm war. Und jetzt hat sich's, ja... Also ich merke es zumindest. Und wenn ich es merke oder wenn ich es mir einbilden kann, dann wird da schon was dran sein. Wie heißt es so schön, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst oder so? Klingt auf jeden Fall komisch. Ist aber so. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel durcheinander gebracht. Ist aber trotzdem ganz gut. Ja. Und nächstes... Depot. Nächste Kiste. Was haben wir denn hier drin? Eine Eismaschine haben wir jetzt. Titaniumohr und anderes Zeug. Eisblöcke. Super. Von denen hatte ich sogar schon 4. Kann ich eigentlich was sehen, wenn ich hier jetzt weiter runter gucke? Kommt da irgendwas, was mich interessieren könnte? Also wenn, dann liegt es in totaler Dunkelheit. Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon runter? Ah, nicht so weit. Ja, komm, das nehmen wir noch mit. Das Monster und Ohr. Wir können doch mal ganz kurz gucken, wie mein Inventar aussieht, sobald ich die beiden Dinger habe. Also hier haben wir jede Menge Platz, hier haben wir Platz, hier haben wir Platz. Hier können wir uns gleich mal wieder Platz schaffen. Was verwest denn als erstes? Die scheinen ja nie schlecht zu werden. Die würde ich mir gerne aufheben. Should stay for a while. Okay, eventuell wird das gar nicht nach Frische Grad geordnet. Das wäre natürlich doof. Wir essen mal ein Eis. Mal gucken, was das bringt. Das bringt Energie. Da können wir mal den hier verwenden, wenn wir jetzt gerade Energiebuff haben. Achso, das braucht ja nicht so viel. Ich wollte ja nochmal nachgucken, ob ich einen besseren bauen kann. Habe ich natürlich nicht gemacht und ja. Ah, der bringt jetzt wirklich leider nicht so viel, wie ich möchte. Aber wir haben zumindest den Durchbruch in die nächste Höhle geschafft. Das heißt jetzt nicht mehr so viel graben. Hoppla, ich bin auf Enter gekommen. Ja. Ich wollte eigentlich nur den Meta-Manipulator aktivieren. Den ich mir auf Rechts-Shift gedrückt habe. Damit ich schneller da rankomme. Von den Pfeiltasten aus. Noch irgendwas? Oh, das sieht interessant aus. Und hier oben? Kristalle. Oh, hier muss ich aufpassen. Wieso haben wir eigentlich schon seit Ewigkeiten keine Gegner mehr gesehen? Ich meine, ich will mich gar nicht beschweren, denn das ist... Ja... Was ist hier los? Da ist doch irgendwas kaputt gegangen, oder? Ich habe im Forum davon gelesen,
Das ist eigentlich ein Bug, der schon seit einer Ewigkeit weg ist. Ah, da ist ein Gegner. Ich wollte mich gerade beschweren. Aber der ist friedlich, oder? Ja, der ist friedlich. Ah, da hinten ist aber was nicht friedlich. Ach, das sind wieder diese Todeskrabben. So, Todeskrabbe ist abgeflossen. Wir machen jetzt mal Folgendes wieder. Wir erkunden jetzt mal... Oh, da unten ist irgendwas. Da ist auch was. Wie weit kann ich denn eigentlich davon weggehen? Okay. Ah, das ist schon ziemlich gemein. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber mir gefällt's. Wir haben echt keine Chance, hier irgendwie runterzukommen, friedlich, oder? Da ist der höchste Berg mit. Oh, was haben wir hier oben? Das muss ich noch untersuchen, kurz. Okay, das ist einfach bloß eine Insel. Sozusagen, eine schwebende Insel. Ich will mal so weit noch nach rechts kommen, wie es nur geht. Okay, das geht noch weiter nach rechts als... Ah, und ich habe da irgendwas aktiviert, das jetzt brennt. Wie komme ich jetzt hier nach unten? Na, Plattform bauen. Wenn ich richtig auf die Uhr sehe, bin ich jetzt mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass die Folge jetzt eigentlich schon zu Ende ist. Oder zumindest ein gutes Ende wäre. Ich muss mich immer noch so weit nach hinten lehnen, wenn ich an die Uhr gucken will. Ah. Oh, Dreifachsprung, du hast mir wieder das Leben gerettet. Ah, Telefonbug. Du bleibst auch immer bei mir. Wieso richte ich jetzt eigentlich die Treppe danach aus, dass ich keinen Dreifachsprung habe, dass ich nicht mal einen Doppeljump habe? Bräuchte ich doch gar nicht. Ja. Da kommen wir jetzt noch hin. Dafür reicht meine Plattform. Gerade so noch. Und wir haben sogar noch welche übrig. Was haben wir hier? Hier? Alles nicht so spektakulär. Aber eine schöne große Höhle, da könnte man eigentlich auch was drin bauen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, was total crazy aussieht, denke ich mir, da könnte man jetzt was Cooles drauf bauen oder drin bauen. Okay. Ja, erkunden wir nochmal schnell, was das Ding ist. Also was es macht. Was es ist, weiß ich ja. Ein Capture-Pod. Oder heißen... Nee, die heißen nicht Capture-Pod. Status-Pod. Habe ich jetzt öfters mal Capture-Pod gesagt? Ich sag sowieso ständig falsche Sachen, aber... Nee, Status-Pods heißen die Dinger. Und ich will wissen, was drin ist. Deswegen... Jo. Oh, irgendwas ist mit meinem Handy gerade passiert. Irgendeine neue YouTube-Nachricht. Okay. Ja, dann... Das hat eigentlich nichts mit dem Let's Play zu tun. Das stört mich jetzt eigentlich auch nicht so dringend... Oh, ne, Hightech-Chest. Erstmal gucken, was hier passiert. Natürlich vergifte ich mich. Ach so, wir haben ja unser Zeug wieder, aber ich habe es noch nicht in die Leiste getan. Hier und erstmal das hier zu mir nehmen. So, und das andere Ding. Ah, hier ist das andere Ding. Hier Hightech-Chest. Da will ich reingucken. Oh, ein Silicon Board, so ein Ding und ein Teleporter Cord. Das ist sehr schön. Oh, da freue ich mich. Und ja, machen wir nochmal so Licht, konventionell. Ah, es geht ganz schön tief hier runter. Oh, nächste Schicht. Und es ist eigentlich, so wie ich das sehe, eine Kerneisschicht. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich Liquid Nitrogen und dann einen Liquid Nitrogen Kern. Ja. Zumindest ist das das, was ich offensichtlich sehe. Options. Zoom Level. Geht's noch sehr weit nach unten? Ja. Ich habe jetzt trotzdem keine Lust mehr, das weiter zu erkunden, um ehrlich zu sein.
Und jetzt hier rauszugehen, das muss ich eigentlich auch nicht dafür machen. Oh, was haben wir denn hier noch? Das gucken wir uns noch schnell an. Neptunium haben wir hier drin. Immerhin etwas. Ja. Das hätten wir also auch relativ schnell finden können. Ich guck mal ganz kurz, was hier für Rohstoffe sind. Ah. Blödes Liquid-Zeugs. Das so wenig ist, dass ich nicht mal richtig mit meinem Meta-Manipulator greifen kann, aber es tut mir trotzdem weh. Du tust mir weh, flüssiger Stickstoff. Du tust mir so weh. So. Ich kann es wirklich nicht nehmen. Was haben wir denn? Silber war das. Okay, für ein bisschen Silber haben wir uns jetzt hier so verbrannt. Das hier lohnt sich auch nicht wirklich. Da haben wir noch so eine Art Depot von diesem bösen Zeugs. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Und hier haben wir noch was von rosa Steinchen. Ah. Okay. Ich beende jetzt diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja. Und ich mache jetzt Feierabend. In Anführungsstrichen. Feierabend habe ich ja sowieso schon den ganzen Tag, aber im Sinne, dass ich jetzt auch mit Starbound Feierabend mache.